Hier wird natürlich grober Unfug. Ich hoffe natürlich, dass das alles... Ich habe mal eine Frage. Wird es später alles entfernt oder bleibt es da dran? Ich will das mit nach Hause nehmen. Das ist meine Nachbarn. Dann ist gut. Ja. Ich bin Berlin Antifa TV. Antifa TV. Ja. Ich kann rumschreien und ich kann reden. Ja. Ja. Die Leute meinen, die müssen hören, um uns als Nazis zu sein. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das alles. Aber sie müssen auch Verständnis dafür haben, dass manche Teile der Gesellschaft einfach kein Verständnis haben, dass so viele rechte Narrative und so viel Antisemitismus toleriert wird und dass die ganzen Holocaust-Vergleiche, dass sie weg müssen. Und diese ganzen Relativierungen, das muss einfach weg. Und deswegen sind die Leute sauer. Was sagen sie denn zu den Aussagen von Bagdi? Naja, die, was er gesagt hat, ich will das nicht wiederholen, das kommt mir nicht über die Lippen. Nein, du solltest eine konkrete Frage stellen. Na, er wurde angeklagt vor kurzem. Ja, das ist ein Schauprozess. Okay. Ne, ihr sagt immer, hier sind Rechte, hier sind Nazis und so weiter. Gut. Wenn ich mir dann anschaue, bei ein Einwand schon. Ein Einwand. Sehen Sie den mit dem Heiko Schrank T-Shirt? Da vorne, am Aluhut vorbei, man kann ihn jetzt nicht mehr sehen. Kennen Sie Heiko Schrank? Ja, krasser Rechte, fertig. Ja, ich bin ja nicht unfreundlich. Ich habe Sie ja gefragt, was halten Sie von Bagdi seinen Prozess? Sie sagen, mir ist ein Schauprozess. Wir wissen, seine Worte waren grausam gewesen. Und dann war Heiko Schrank, Sie kennen ihn. Das heißt, wir haben schon zweimal, wir haben direkt haben wir das hier in diesem Bereich Antisemitismus einfach toleriert wird. Das ist ganz natürlich. Ich höre doch super zu. Ich habe doch gerade Sie wiedergegeben. Du verdrehst sie. Ich verdrehe die. Ist okay. Schickst deinen Antifa-Freund im Zeckenclub und alles gut. Alles klar. Ja, Berlin. Ja, ja. Wir sind so. Ihr habt's gesehen. Ich sag immer wieder, Aluhut tut wirklich selten gut.